Ohio, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer Folge der React Time mit dem realen Irrsinn. Und das ist eine Doppelfolge und ja, also ihr kriegt jetzt auf Twitch gleich zwei Folgen davon hintereinander weg. Auf YouTube seht ihr die auch hintereinander, aber auseinandergezogen. Also an zwei Tagen. Genau. Und das Ganze ist uns vorgeschlagen worden vom Schildi. Wieder mal ein Dankeschön an dich für diesen Vorschlag. Und es geht um eine goldene Wand oder ein goldenes Haus. Also je nachdem, man kann es so oder so sehen. Das erste Video geht um eine goldene Wand, das zweite um ein goldenes Haus, aber in derselben Stadt, nämlich in Vettel. Das hat aber jetzt nichts mit dem Rennfahrer von der Formel 1 zu tun, der letztes Jahr aufgehört hat. Genau. Aber wir gucken uns einfach mal zusammen an, was es damit auf sich hat. Ich habe die Thumbnails dazu schon gesehen und die sahen sehr interessant aus. Ja, wir gucken es uns einfach mal an. Genau, also drüber in den Live-Bereich, da sehen wir schon wieder den Zwerg. Nee, das ist praktisch, ich habe sogar richtig gedeutet, den Zwerg, da. Den Zwerg von Extra 3 und schaut rein, was die Kollegen da aufgenommen haben. Die Vettel in Hamburg ist nicht gerade der vornehmste Stadtteil. Nee, kann man nicht sagen. Stimmt, also es sieht sehr ramponiert aus und jetzt habe ich hier auch noch ein Dings gemacht, das Ding heißt Vettel und ist in Hamburg. Okay, also ich dachte Vettel wäre die Stadt, aber da seht ihr mal, ich weiß nicht alles. Ja, genau. Eine Entschuldigung an meine Hamburger Zuschauer, dass ich euch da vielleicht, dass ich das falsch betitelt habe. Natürlich Vettel in Hamburg, genau. Und das ist der nicht der schönste Stadtteil ist. Ja, aber ich sag mal so, jetzt abgesehen von der kaputten Scheibe, aber so altbackene, etwas verlotterte, würde ich jetzt mal sagen, Stadtteile haben auch ihren Charme, muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal, nicht immer. Doch das wird sich jetzt ändern. Der Künstler Boran Burchardt hat nämlich einen grandiosen Plan für dieses Backsteinhaus. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sehe. Also ich finde, Backsteingebäude haben was, genau wie Fachwerkhäuser. Die haben auch was. Also Fachwerkfassaden finde ich richtig toll. Vor allen Dingen, wenn sie Originale sind und keine nachgemachten, modernen mit also von außen zumindest nicht modern. Ja. Und aber wie gesagt, sagen wir jetzt mal dazu, also diese Backsteinfassade, ich finde die schön gemacht. Auch diese Optik um das, also über dem Fenster mit den gedrehten Backsteinen, sehr schön. Finde ich jetzt. Ist meine Meinung. Die Fassade zu vergolden. Mit Blattgold, 23,5 Karat, 20 Meter hoch und, also ich schätze mal ungefähr 20 Meter und 15 Meter breit. Großartig. Das Haus bekommt einen Goldmantel. Und wie lange soll dieser Goldmantel dranbleiben? Seid ihr noch ganz beschucke? Erstmal kostet das ein Heiden Geld. Zum einen, wobei Blattgold ja nicht ganz so teuer ist wie normal, wie Gold in größerer Menge. Also in Barrenform zum Beispiel. Aber ihr wisst schon, dass man das abkratzen kann und dann wieder verkaufen kann. 23 Karat ist immerhin auch ein bisschen was wert. Wie geht denn das? Wir werden hier einen Steiger aufstellen, werden dann nach oben fahren und dann entsprechend Stein für Stein vergolden. Wow! Und diese goldige Idee bezahlt die Stadt Hamburg. Kostet nur 85.000 Euro. Wow, ja, spitze, wir haben es, 85.000 Euro, wir haben ja schon mit der Oper, Geld in den Sand gesetzt, dann setzen wir da auch noch mal welche in den Sand und die Häuser nebendran, links und rechts wollen natürlich dann auch noch was, dann kostet das pro Haus 85.000 Euro, man hat's ja nötig. Die Lokalpolitiker sind begeistert. Kann ich mir vorstellen. In einem solchen Stadtteil, wo das, die Menschen ums Überleben kämpfen, ist das halt wirklich das falsche Zeichen, so eine goldene Hauswand zu haben. Hier. Ja, Moment mal, habe ich gerade jetzt was falsch verstanden? Ich dachte, die sind begeistert. War er entgeistert. Aber ich muss ihm recht geben. Also, ich glaube, die Menschen, die dort leben, haben andere Probleme und andere Interessen, was ihre Umgebung angeht, als ihre Hauswand vergoldet zu bekommen. Und das auch noch für 85.000 Euro. Steckt lieber die 85.000 Euro in
brauchbare Dinge. Ich weiß, kommt ein bisschen spät, ist 6 Jahre alt das Video, aber trotzdem, also das muss doch wirklich nicht sein, oder? Solch eine unsinnige Steuerverschwendung. Ich liebe es jetzt schon wieder, dieses Video, ich liebe es. Hier in einem Stadtteil, wo die Leute wenig Geld haben, da ist das eine Provokation. Wir haben mehrere Mails und wie gesagt, Anrufe bekommen, dass man einfach sagt, das gehört hier nicht her, das ist, verstehen wir nicht und das Geld könnten wir wirklich für andere Sachen besser verwenden. Richtig, richtig, endlich. Aber es ist ja wie so oft in der Politik, die Bürger sagen was, die Politik macht was anderes. Weil wir machen in Deutschland ja keine Politik mehr für die Bürger, sondern wir machen Politik für die Politiker. Und die Lobbyisten und die Lobbys und die Fabriken und überhaupt. Und an die Menschen, die da mit leben müssen, was da Unsinniges entschieden wird, an die wird überhaupt nicht gedacht. Nee, ist so. Also ich verstehe auf der einen Seite die Politikverdrossenheit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leute, es kann sich nichts ändern, wenn ihr nicht zum Wählen geht. Ach, diese ewigen Nörgler immer. Die Kunstkommission der Kulturbehörde hat sich bei der Goldwand doch was gedacht. Nein, hat sie nicht. Sie denkt nicht. Wir wissen doch, Politiker schalten beim Eintritt ins Büro das Gehirn aus. Es bietet einfach die Möglichkeit, dieses Viertel zu kommunizieren und zu diskutieren und darüber nachzudenken. Zurück! Denk doch mal von vorne nach. Ich glaube nicht, dass dieser Stadtteil ein Kunstprojekt braucht mit einer goldenen Wand. Definitiv nicht. Sondern die brauchen andere Dinge. Warum darf die Vettel kein Gold haben? Genau. Bisschen Gold würde dem Stadtteil doch gut tun. Die Bewohner freuen sich doch bestimmt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt garantiert Bewohner zu Wort und ich sag mal so, ich glaube kein einziger davon befürwortet das. Das ist Quatsch. Nur Gold einzubringen. Was soll das? Wie soll man die 85.000 Euro in die Warmwasserleitung setzen? Wenn ich duschen will, weiß ich, muss ich 10 Minuten erstmal Wasser laufen lassen. Vergolden, oh mein Gott. Seht ihr, hab ich's euch nicht gesagt? Die Bürger sind absolut unbegeistert. Und da haben wir doch schon mal was gesagt bekommen von dem letzten Herrn, was man mal machen könnte. Die war Wasserleitung repariert. Die Leute wollen kein Gold? Was wollen sie denn? Eine Rolltreppe am Bahnhof. Bitte was? Das ist der häufigste Wunsch ist, am Bahnhof der Rolltreppe. Oh nee. Also ich finde das eine gute Idee. Wenn da keine ist, bitteschön. Ich schätze mal auch, dass da auch viele ältere Menschen wohnen und die dann halt Probleme haben, hochzulaufen. Das ist eine Rolltreppe, wieso nicht? Gehört eine Rolltreppe nicht an jeden Bahnhof oder an die meisten? Also ich kenne hier in Frankfurt, glaube ich, keinen Bahnhof, an dem keine Rolltreppe ist. Außerhalb ja, aber in Frankfurt nicht. Nee, die Leute haben keine Visionen, wie Boran Burchard. Ich würde ganz gerne die gesamte Vettel vergolden. Ja, klar. Wie viel Geld extra kassierst du für dieses Kunstprojekt, neben den 85.000 pro Hauswand, die das Gold kostet? Oh, und was würde das kosten? Ich habe es mal durchgerechnet zu sagen, aber auch nur annähernd. Bei 6 Millionen würde man liegen. Ich glaube, es wäre gar nicht so viel für einen ganzen Stadtteil. Nein, für ein unsinniges Kunstprojekt sind 6 Millionen gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Ja. Auf solch dumme Ideen kann auch nur ein Künstler kommen, der da von der garantierten Großteil sich in die eigene Tasche steckt. Überhaupt nicht. Die Elbphilharmonie ist fertig. Da hat Hamburg wieder Geld. Für neue Projekte mit Strahlkraft. Also, nee, ich bin jetzt schon mal auf das zweite Video gespannt dazu. Also den zweiten Teil, aber das ist so... Also 85.000 Euro für ein Haus, das ist ja schon zu viel. Aber 6 Millionen für dieses ganze Gebiet, um Häuserwände zu vergolden. Das ist so dämlich. Ich könnte die Tischplatte beißen. Bitte sagt mir, dass sie das nicht wirklich gemacht haben. Also die Leute haben andere Probleme und 6 Millionen, jetzt mal, wenn man das wirklich auf die Gesamtzeile ausweitet. Die kann man definitiv woanders brauchen. Und das mit der Rolltreppe finde ich auch eine gute Idee. Viel besser angelegt das Geld und viel gemeinschaftlicher kann man
ist ja schließlich nicht nur für die Leute, die dort wohnen, auch an Leute, die da zu Besuch kommen und so, können eine Rolltreppe viel besser brauchen. Und ja, wie gesagt, die ganze Infrastruktur der Gebäude dort, denke ich mal, müsste mal massivst überarbeitet werden, bevor man so einen Unsinn macht. Gut. Aber erstmal Dankeschön, Schildi, wieder für dieses tolle Video. Ich habe mich gefreut. Es hat mich wieder tierisch zum Aufregen gebracht. Ha, mein Blutdruck ist oben. Mein Arzt würde sich freuen. So, aber wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr kennt das ganze Gedöns. Liken, abonnieren, Glocke einschmeißen, damit ihr nichts mehr verpasst hier auf dem Kanal bei YouTube. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich mich so schön aufrege, dann schaut mal auf Twitch vorbei. Alles ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich nicht die Like und so. Das ist etwas weiter oben drüber. Das zeige ich euch gleich. Und wenn ihr irgendwas habt wie Anregungen, was man reagieren könnte, Vorschläge, was ich verbessern kann, oder Kritik, weil ihr sagt, nee, das könntest du so und so vielleicht ein bisschen besser machen, oder ihr sagt einfach, ich möchte dir mal was sagen, was ich hier schon nie sagen konnte, und jetzt habe ich die Möglichkeit, unten in die Kommentare meine Reaktion darauf bekommt ihr dann auch. So, und wie ich schon gesagt habe, hier bei den Kollegen von Extra 3. Also hier ist der Abo-Button. Ich mache es extra langsam. Der Kistka, das sagt mir, ich mache das zu schnell. Hier ist der Abo-Button. Der ist auch an bei mir an derselben Stelle. Und hier ist der Like. Ein Like. Wunderbar. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wie auch immer. Und tschüss, sagt euch eure Josie.